Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Edles Vibe. Wie jeden Tag 12 Uhr mit dem Excel zusammen heute wieder. Mahlzeit! Genau, so, da ist er wieder. Der alte, der verlorene Sohn, wie du selber sagtest. Ja, er ist zurückgekehrt. So, in diesem Sinne geht's aber weiter, meine Lieben. Wir sind heute bei Dummtüche unterwegs. Da gibt's nämlich ein neues Video. Golf 4 fährt autonom. Bei 200 km/h ablassen. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Weiß nicht. Ich auch nicht. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ja. Moment, hört ihr den Sound? Ja. Ja. Genau. Also wie gesagt, wir schauen einfach mal rein. Ich bin selber sehr gespannt. Bevor das Video losgeht, möchte ich euch nochmal eben den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Werbung. Also ah ja, der Sponsor. Da müssen wir, könnt ihr vorbeischauen. Alles in der Videobeschreibung. So. Unterhaltung. Genau. Ja, jetzt bin ich gespannt. Sehen wir heute wieder mal unseren Golf. Letzter Stand, er lief noch. Das stimmt. Er läuft doch immer noch. Jetzt wollen wir natürlich heute einmal wieder was für die Wissenschaft tun. Und zwar wollen wir das imaginäre selbstfahrende Vehikel wieder testen. Also ihr habt ja letztes Mal in den Kommentaren geschrieben, dass wir wie auf der Bühne, wo wir da ein bisschen durchbeschleunigt haben, wo wir Prüfstand, dann das Auto mal runterlassen sollen. Was ist das von der Lautstärke, Leute? Das ist ein bisschen so, naja. Wir haben jetzt auf jeden Fall Radlader, lange Zinken, wo wir von hinten runterfahren. Da können wir das Auto mit anheben. Wir blockieren dann das Gas, legen, weiß ich nicht, erstmal wahrscheinlich den fünften Gang ein und lassen dann einfach schnell runter. Jetzt weiß ich was. Jetzt habe ich das verstanden, Alter. Die lassen das Auto, ach nee. Und dann gucken wir, was passiert. Damit natürlich das Auto weiterfährt. Ich glaube schon. Gefangen wird, stellen wir da einen Gegenstand hin. Der groß genug ist. Das ist ja gefangen, wird, stellen wir da einen Gegenstand hin. Gegebenheiten berechnet. Wir haben genau 0,91 Milliliter Benzin aufgefüllt. Das stimmt. Das heißt, am Ende des Ackers wird das Auto so oder so ausgehen, weil wir das ja errechnet haben. Ja, somit kann nichts passieren. Sehr geil. Flüssigkeiten haben wir selbstverständlich mal runtergelassen, weil wir wissen selber nicht, was passieren kann. Vor die Kiste nachher vor dem Baum fährt und alles ausläuft, haben wir mal eben alles leer gemacht. Weil aus anderen wissenschaftlichen Produktionen von uns wissen wir, dass ein Motor ein paar Minuten auch ohne Öl kann. Also ist es kein Problem. Ist das geil. Oh nee, oder? Ach, du glaubst es nicht. Mit Golf 4? Ich denk das Gleiche. Oh. So. Mit Golf 4? Ich geh kaputt, Alter. Gelungen. Aber der ist ja doch gut! Sagen, das warum? Der ist ja doch gut! Drauf. Ist ein bisschen schief geworden, aber. Oh. Kreuz haben wir schon drauf, da musst du drauf ziehen. Das treffen die doch im Leben nicht. Ja. Also, vielleicht haben sie es errechnet. Lenkrad. Oh mein Gott. Oh lol. Okay. Das ist die sogenannte Lenkrad-Blockiereinrichtung. Oh. Also, wenn ihr es noch nicht wusstet, so könnt ihr euer Auto gegen Diebstahl sichern. Gaspedal ist blockiert. Ach nee. Und jetzt ist erstmal zum Testen der fünfte Gang eingelegt, weil alle das geschrieben haben, dass wir das mit dem fünften Gang machen sollen. Hier fährt er gleich. Haben die das schon mal gemacht? 200 km/h in der Luft und dann lassen wir den einfach runter. Vielleicht haben sie eine Umfrage gemacht, ich weiß es nicht. Ich sag mir nicht, aber ich glaube, das ist erstmal. Sag mal so, 200 km/h, der ist bestimmt in 3 Sekunden. Der da hinten, ja, am Smart vorbei. Nee, Alter, ist das heftig. Und dann ist auch jemand schon Ende. Ja, aber das Smart Video feiere ich ja ohne das, was passiert ist. Das ist selbst schön. Oh. Oh. Okay. Du, der. Okay. Der war so schnell weg, der ist schon wieder da. Ich glaube, du hast gut geschnitten, ey. Das Auto ist natürlich jetzt gerade schon mal bis nach einmal Meppen geflogen und zurück. Den Kreisverkehr und wieder zurück. Was war denn jetzt passiert? Okay. Also, nicht gesagt, aber wir wussten das. Hat der gerade gesagt, bis nach Meppen geflogen? Ja. Hä? Das habe ich auch gehört. Sind die bei Friesi um die Ecke oder was? Weiß ich nicht, aber macht den Anschein. Weil Friesi kommt auch aus Meppen. Vorher schon. Ja. Klar, wenn der im fünften Gang jetzt 200 fährt hier im Stand, hat er natürlich keine Leistung. Und, oder hat er oder ja, ist ja. Ja klar, dann Widerstand, halt aber kein. Das ist zu viel Widerstand, Boden, also der Kraft, dann geht ist klar. Direkt aus. Aber es wird interessant im ersten oder zweiten Gang. Mhm. Wir machen jetzt den zweiten Gang rein und machen das gleiche nochmal. Zweiter Gang. So? Ja, jetzt. Ich hoffe. Alter!
Alter. Oh oh. Alter. Oh oh. Ich geh kaputt. Es ist doch nicht in Worte zu fassen. Das ist doch nicht in Worte zu fassen. Unglaublich. Der Airbag ist losgegangen, nee, und der Warnblinker an. Puff. Puff hat oh, nee. Du ging mir eine Malheur. Oh, ist das geil. Der weiter. Ist das geil. Geht das Auto eigentlich automatisch aus? Aber das ist ja smart, oder? Ist das so eine Funktion? Och, das war das. Das ist smart, der war so geil. Das ist unser erster Airbag, der könnte wohl, ne? Könnte. Das ist unser erster Airbag, der losgeht. Hat aber gut geschnallt. Ja, aber kam... Oh, guck mal, da kamen aber alle Airbags direkt. Oh ja. Beide. Aber, oh ja. Geil. Hallo, kommen Sie da raus, schnell! Die Scheibenwischer sind halt ehrlich. Aber geht oh, das noch. War aber ein schöner Treffer vorne auf jeden Fall. Ja, ja. Eigentlich nur ein bisschen. Wie schnell war das wohl? Darf ich mal über die Kamera sehen nachher? Weiß er auch. Unglaublich. Gang war rauf. Also nochmal wieder auf Start. Die Technik funktioniert noch. Wollen wir jetzt den ersten Gang vielleicht? Hat er noch mehr Schwung? Nee, war gut. Oder ein bisschen weiter zurück. Der Vorteil ist, wenn so ein Airbag losgeht. Du hast vielleicht in dem Moment überlebt. Gehst aber dann 3 Tage später ein, weil du die Scheiße eingeatmet hast. Also, wie ist das? Weiß ich nicht. Also Auto läuft. Ja, der Smart ist schon länger kaputt, das stimmt. Wir wollen das Ganze ein bisschen mehr Anlauf versuchen. Also das Ziel war bis jetzt nicht ganz so schlecht. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Mehr Anlauf, das klingt doch schon mal gut. Wo will denn der jetzt hinfahren? Ja, der fährt. Was? Nee! Lass kommen! Hallo? Ich renn doch vorher weg. Ja! Ich renn doch vorher weg. Ja, lass oh kommen! Airbag stinkt echt Airbag so krass, hab ich noch nie gerochen. Wollt ihr da nicht weggehen? Nein! Wirklich? Ja! Konversation über 200 Meter angeackert. Das Auto fängt den Kameramann. Oh mein Gott. Oh, der ist aber nicht. Oh oh. Oh oh. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, ist das geil? Ist das geil? Sie haben mir tief verfehlt. Oh, ist das geil. Oh Mann, ey. Er hat voll die Schneise verbaut. Ich hab doch extra hier frei. Oh, ist das geil. Wie schnell so ein Motor aus. Ich hau mich kaputt, Alter. Ich glaub, der hat so ein Fahnen aufgesammelt. Da konnte der einfach nicht mehr. Der hat sich festgelaufen. Oh, schlechter Freischneider. Oh, ist das geil. Der ist mir ein bisschen schräg vom Zinken gerutscht. Kannst du nochmal probieren. Mal gucken, was der macht. Oh, nee. Nee. Ach, du glaubst es nicht. Ach du Scheiße, da. Ach du Scheiße. Du Chef! Alter! Wir haben da einmal Lüe. Kernschrott. Ah nee, der ist auf jeden Fall schnell aus gewesen. Ich glaube, das war's, oder? Der fährt nicht mehr. Ah. Komm, Junge! Komm. Nee, nee, der fährt nicht mehr. Ich hab die Ansaugung bekommen. Ich hatte den angeschoben, da war der so schräg. Der hat ja oben auch den Deckel zauern, alles. Aber komplett. Ah, der ist, das war's, der ist Schrott. Naja. Unglaublich. Egal. Egal. Das hängt. Ja, jetzt kann er ja wieder anschieben. Also nur, der ist hinüber, Freunde, das war's. Dritter Lauf, da fällt kein Meter mehr. Da lief nichts mehr. Aber ich vermute, nee, der hat gerade ein bisschen in die Ansaugung gekriegt. Ich könnte mir. Aber der will nicht auf Vollgas laufen, glaube ich nicht. Alter, was? Oh nee, ey. Oh, das geht nicht. Oh. Aber unter Last geht nichts. Duck, 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 duck. Wie so eine Dampflok, Alter. Duck, 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 duck. Also, ist das geil? Mit dem Auto gemacht, ist das geil? Unfall. Ich weiß auch nicht. Ja, einige, oh, einige jetzt, bekannt, jetzt geht er. Oh, 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 oh. Oh, er will noch. Oh, das gibt's ja nicht, oder? Er will noch. Die sind so geil, Alter. Aber ich, mal ohne Witz, du musst ja aufpassen, das ist ja heiß, dass der dir da nichts abfackelt. Also, das, ja. Ne,
Ich bin jetzt mal ehrlich, ich hätte Schiss gehabt, das ins Video zu nehmen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich find's übelst geil und ich feier's hart und ich hätte es nicht anders gemacht. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich es mit ins Video genommen hätte, ey, ohne Wiss. Also, ich. Lustig, ohne Frage. Die Jungs können das auch machen. Ach, guck dir das an. Also, ich glaube, der sitzt fest. Ja, das klang tatsächlich so. Merlin, danke für 27, Bruder. Dankeschön. Oh, kommt aber ganz fix. Das Problem ist, so ein scheiß Radlader hier ist ja auch nicht gefedert. Nee. Der springt ja auch über den Acker, Alter. Da muss ich ja drinnen festhalten. Sonst beißt das Lenkrad raus. Der ist, also jetzt ist er breit. Da bin ich mir sicher. Der wird mich nochmal eingehen. Nee, jetzt ist er breit. Das Holz, was hier eingelagert wird, das sollte irgendwann mal Hackschnitzel werden. Ist allerdings aber noch rappenpappennass. Weil es jetzt die Tage auch richtig übelst geregnet hat. Ja, und der ganze weiße Rauch ist klar, Auspuff, ziemlich warm. Pustet genau hier überall rein. Wie ihr seht, das Ganze verflüchtigt sich gerade. Ist auch riecht auch nach richtig feuchten, moderigen Zeug. Also von daher, safety first. Ja, aber sie sagen es auch immer und immer wieder dazu. Ich will nicht wissen, was die schon, wie viele den auch Jungs, also wie viele den Jungs schon auf den Zeiger gegangen sind. Die Feuerwehr nicht anrufen. Bestimmt einige. Vielleicht beim nächsten Lauf. Wieder Anlauf. Jetzt geht einer vielleicht echt drüber her. Na, im einen Moment dachte ich auch, oder? So, jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er drüber. Ich dachte ja jetzt, da geht durch die Einfügschneisen. Wolfgang, pass auf! Der kommt nochmal. Alter, der geht doch immer noch! Alter, was ist denn mit den Jungs los? Ist da nicht. Ist das krass? Ist das krass? Das glaubt doch keiner. Ist das krass? Ist das krass? Mann, kein Scheiß! War doch geil, oder? Ja. Ja, man reicht dann auch, oder? Ja. Aber einmal noch, dann haben wir es geschafft, dann sind wir unten. Ich hab mir gesagt, jetzt sieht der genau das gleiche noch. Wir haben gerade noch gesagt, ich wollte da runter. Ich glaube, er fährt da jetzt stumpf ist drüber. Das geil. Oh, jetzt gedacht, oh, jetzt hat er es geschafft. Und genau dann wird also wirklich witzig. Oh, wirklich witzig. Naja, geil, ey. Ja, mega. Ich könnte nicht mehr. Dann auf dem Sunach, ne? Also für uns ist jetzt heute Sonntag. Ne? Sonntag, dass wir unsere Familien alle im Stich. Dann gleich mal nachfassen. Guck. Ja, in der Zeit, wo wir jetzt dieses ganze Chaos hier wieder einmal herrichten, den Fahnen wieder richten, dann alle wieder schön aussieht. Wir schauen jetzt wieder schnell das Auto, wir bereiten uns für das nächste Video vor. Ja, deutsche Wertarbeit, ne? Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, definitiv. Das hält. Ich würde jetzt fast sagen, macht sich zu Hause nach, aber die meisten von euch haben wahrscheinlich nicht die Gegebenheiten, wie wir sie haben. Ist aber trotzdem nicht lustig. Das macht man nicht, das ist voll unlustig. Bleibt mir gesund, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut im Shop vorbei. Schaut bei Instagram auch vorbei, lasst da oben sehr, da. Sehr, sehr geil. So unglaublich. Ah, wirklich, sind schon coole Aktionen. Ne? Sehr witzig. Tschüssi. Sehr, sehr witzig. Oder Golf, hast du da noch was zu sagen? Ah, super witzig. Ja gut, Leute, schaut gerne bei Dummtisch vorbei. In der Videobeschreibung lasst gerne ein Däumchen für uns da und ein Abo, wenn ihr wollt. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss und ciao. Ciao.